Corona ist noch nicht vorbei. Das RKI meldet weiterhin hohe Zahlen. Trotzdem scheint das Virus aus unserem Alltag gefühlt verschwunden zu sein. Haben wir die Angst vor Covid verloren? Gerade habe ich mehr Angst, einfach weil es wenige Regeln gibt. Also gibt es immer die Chance jetzt, dass man es kriegen kann, weil es gibt keine Quarantäneregeln. Für mich ist es quasi nicht mehr präsent eigentlich. Ne? Also habe es einmal gehabt letztes Jahr. Und seitdem nur noch in der U-Bahn die Maske. Ja. Ich habe halt immer Masken dabei, in Kaufhäusern, in Bahnen sowieso. Ärzte ist ja ganz klar, setzt man Masken auf. Und ansonsten halte ich Abstand. Ich bin jetzt dreifach geimpft und einmal genesen. Ich sag mal so, mein Verlauf war eigentlich relativ entspannt. Habe jetzt auch keine längerfristigen Beschwerden seither. Insofern, wenn ich es nochmal kriege, dann habe ich es nochmal, ja. Ich denke, es ist auf jeden Fall noch ein Risiko da, sich anzustecken und dass wir das auch nicht unterschätzen sollten. Trotzdem irgendwie weiter Maske tragen, wo es geht. Und also ist auf jeden Fall noch nicht weg. Immer mehr Menschen infizieren sich sogar ein weiteres Mal mit Corona. Diese Reinfektionen passieren zum Teil nur einige Wochen nach der ersten Ansteckung. Wir fragen den Frankfurter Virologen Martin Stürmer, warum Genesene nicht verschont bleiben. Es zirkulieren verschiedene Varianten, nicht nur von Omikron, sondern insgesamt von SARS-CoV-2. Und wenn ich mit Kontakt mit einer Variante gehabt habe, bilde ich spezifische Antikörper gegen diese Variante. Und wenn ich mit einer anderen Variante in Kontakt komme, kann es sein, dass diese Antikörper nur noch schlecht oder gar nicht mehr binden. Insofern kann ich mich wieder ein zweites Mal infizieren. Bedeutet eine andere Variante bei einer Reinfektion aber auch gleichzeitig einen schwereren Krankheitsverlauf? Wir gehen eigentlich davon aus, dass Menschen, die geimpft sind oder die Infektion schon mal durchgemacht haben, bei einer Reinfektion entsprechend mildere Verläufe haben dürften. Es gibt jetzt gab am Anfang, als wir die ersten Reinfektionen haben, gemischte Fallbeispiele, dass auch Menschen schwerere Verläufe haben, aber das Gros der Fälle ist eigentlich deutlich milder. Insofern, wenn ich mich jetzt noch ein zweites Mal oder ein drittes Mal anstecke, kann ich von einem milden Verlauf ausgehen. Laut Expertinnen und Experten ist die Impfung immer noch der beste Schutz vor schweren Verläufen. Aber ist ein weiterer Booster jetzt sinnvoll? Für die Allgemeinbevölkerung, denke ich, ist es aktuell nicht unbedingt zwingend notwendig. Ich würde eher empfehlen, jetzt wirklich zum Herbst zu warten, mit einem möglicherweise angepassten Impfstoff oder einer Kombination aus bewährten Impfstoffen, dann mich auf den Herbst und Winter vorbereiten. Bis dahin schützen die klassischen Maßnahmen vor einer Reinfektion Maske, Abstand, Hygiene. Zumindest in unserem Alltag. Aber jetzt in der Urlaubssaison zieht es viele in die Ferne. Und längst nicht alle Airlines haben eine Maskenpflicht an Bord. Steigen die Hessen mit ungutem Gefühl in den Flieger? Geh lieber mit dem Auto, anstatt mit dem Flugzeug oder mit der Bahn. Aber wenn man reisen muss, dann muss man halt, man muss schon auch mit dem Leben weitergehen. Ins Auto würde ich steigen, da kann ich ja mir aussuchen, wie ich fahre, aber im Flieger würde ich jetzt nicht gehen wollen. Ich war letzte Woche im Urlaub und da gibt es jetzt auch keine Corona-Tests mehr, die gefordert werden. Und da hatte ich schon etwas Angst, mit 200 Leuten im Flugzeug zu sitzen und nicht die Sicherheit zu haben, dass keiner es von den Leuten hat. Nach 2,5 Jahren Pandemie ist aber auch eine Flugreise kein Grund zur Panik. Man sollte nur vorsichtig sein. Wer mit dem Flugzeug verreist, sollte sich schon überlegen, die Maske so konsequent wie möglich zu tragen und entsprechend Menschenansammlungen, wo es eben geht, möglichst zu vermeiden. Viel mehr kann man nicht tun. Man muss sich nur dem Risiko bewusst sein, wenn man in Urlaub fliegt, dass das durchaus auch schiefgehen kann. Mit den Lockerungen ist viel Normalität im Alltag zurück. Aber das Coronavirus ist noch da und damit die Gefahr, sich mehrfach anzustecken.